waren ja heute am Treptower Park. Was, wer von euch war am Treptower Park heute? Hand hoch. So, wunderschön, ja. Und da gibt es schon schöne Fotos zu sehen. Der Jürgen Freimann hat einen Post gemacht, den würde ich ganz gern vorlesen. Achso, wir machen das alle ohne Finanzierung jeglicher Art. Wir machen das alles aus eigener Kraft. Wir brauchen Kohle. So, ich lese mal vor. Das sind die Bilder, die die Regierung Merkel mit allen Mitteln verhindern wollte. Zigtausende Menschen, Russen, Deutsche, Menschen aus anderen Ländern feiern gemeinsam den Tag der Befreiung. Und sie stehen zusammen, sind sich einig, wollen, was wollen sie? Frieden. Lasst euch von Merkel, nicht gut aus. Lasst euch von Merkel und Co., von der NATO generell nicht aufhetzen. Wir Menschen wollen Frieden. Wir haben kein Problem damit, miteinander. Wenn Merkel von den Laien und Co. Krieg wollen, sollen sie doch hingehen und schauen, ob sie jemanden finden, mit dem sie sich schlagen können. Von mir aus kann Frau Merkel erst mal ihre 5 Kinder schicken, bevor mein Sohn an die Front muss. Frau Merkel, Frau Laien, Sie machen sich strafbar, Sie gehören in den Knast. Und da bitte ich unsere Polizei, irgendwann mal mitzuarbeiten, dass hier endlich Recht herrscht in diesem Land. Von wegen Rechtsstaat. Wir haben keinen Rechtsstaat. So, Entschuldigung, ich bin wütend, aber trotzdem unheimlich glücklich gerade und ich wollte nicht schreien, also weiter. Vielen Dank an die russischen Biker Club. Ihr habt uns eine deutliche Botschaft gebracht. Ich schäme mich für meine Regierung, die euch so viele Steine in den Weg gelegt haben. Ihr habt euch nicht beirren lassen. Richtig so, Druschba, herzlich willkommen.